Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Medium Producers. Heute spielen wir wieder Stranger Things und wir haben in der letzten Folge das Hitzechaos abgeschlossen und können somit heute jetzt guter Bulle, böser Bulle spielen. Und dafür müssen wir zum Rathaus, um Major Klein, Major Klein muss mit dem ganzen Theater im Labor und dem Starcourt zu tun haben. Wir sollten ihn im Rathaus... Ihn? Ihm? Es ist... Haben wir schon wieder einen Rechtschreibfehler gefunden? Damn. Wir sollten ihn im Rathaus am Hawkins Square konfrontieren. Dann mal auf zum Hawkins Square. Ich hoffe, dass heute alles klappt, dass ich das nicht auch nochmal aufnehmen muss. Aber ich habe eigentlich vorher mal nachgeguckt vor der Aufnahme und sie sah eigentlich alles ganz paletti aus. So, wir sind jetzt hier im Rathaus. Muss ich jetzt erstmal mit der Tante quatschen? Hi, ist Larry da? Der Bürgermeister hat zu tun, aber drücken Sie uns auf. Sofort! Hat mich sehr gefreut. Denkst du wirklich, Major Klein ist daran verwickelt? Keine Ahnung, aber irgendwas stimmt nicht. Suchen wir sein Büro. Erstmal schlagen wir die Blumen zusammen. Die Stadtakten. Da ist nichts Brauchbares dabei. Ah, das sagt er hier überall. Okay, ist hier hinten vielleicht was dran. Ein Brett voller Zeitungsartikel. In allen geht es um Klein. Wer hat so ein Riesenego? Wie ein Kleinschrein. Ich finde das mit dem Ego besser. Beleidigen erstmal. Das muss ich aufkriegen. Natürlich chillen die wieder hier. Hi, Bro. A, B, X, X, Y, 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 B, Y. Och, ich hab's geschafft. Ich kann nichts mitnehmen. Wenigstens die Zündkerze. Ich muss echt mal was craften. Muss das aufkriegen. Ja, ich weiß, dass ich das aufkriegen muss. Das hier... Ach, hier war doch ein Schalter. Ah, jetzt haben wir die Tür offen. Wow. Komm hier rein. Das muss ich aufkriegen. Komm hier rein. Das muss ich aufkriegen. Das heißt, wir müssen hier... Hier ist kein Strom. Das stinkt gewaltig. Ja, klar. Natürlich. Hoppa. Hoppa. Danke. Ach, noch mehr von denen. Okay, dann brauche ich Joyce. Hier brauche ich Dustin. Komm, den schlagen wir schnell zusammen. Ich würde aber gerne erstmal gucken, ob, was hier hinten noch ist. Oder ob hier hinten noch irgendwas Wichtiges ist. Den Gang runter ist noch ein Aufzug. Was haben diese Verbrecher im Keller des Rathauses verloren? Vielleicht sind sie Hausmeister, Trockenbau, Wahlhelfer. Wahlhelfer wahrscheinlich. Vielleicht. Schalten wir den Strom an, damit der Aufzug läuft. Haben wir auch wieder Brandmeister oder was? So, kann ich hier rein? Jo, hier können wir den Strom anschalten. Muss zwei Schalter geben, ja. Wir haben keine Energie mehr. Dann eine Cola-Dose und... Wundervoll. Ah, das ist der Aufzug. Ja, dann... Ach so, jetzt... Oder? Könnten wir hier noch lang? Nee. Also wir müssen wirklich noch da oben rein. Und... Ja. Komm her, Joyce. So, hier, perfekt. Perfekt. Und was hat es mit dieser Tür auf? Das will ich jetzt erstmal wissen. Oh, ich hab's noch gerade so geschafft, ey. Oh, wo ist er? Ihn hier. Das ist nicht mein Lieblingscharakter, vor allem nicht gegen Ratten. Ich mag seine Schleuder nicht. Oh, da ist ein Zwerg. Wundervoll. Ab in den Aufzug. Hier. Da ist Kleins Büro. Diese Tür ist irgendwie elektronisch verriegelt. Das, was wir suchen, muss da drin sein. Versuchen wir es mit dem Computer. Vielleicht gibt es ein Passwort. Jo, wir gucken erstmal hier hinten rein. Wir das safe was finden werden. Diese Flasche ist Jahrgangswein, okay? Nee. Diese Regale sehen seltsam aus. Drücken wir mal dagegen. Aha. Was habe ich gerade aufgesammelt? Money? Ja, oh, hallo. Oh, wir 83 Tacken. Wird noch gerade auch noch irgendwas bei 70, 75 oder so. Der Schalter geht zurück, da stimmt was nicht. Kommen wir da rein? Oh, noch ein Zwerg. Und dann haben wir wieder die 10 Zwerge voll, damit wir uns wieder eine Kiste holen. Ah. So. Heißt, wir brauchen noch einen Schalter oder was? Heißt, jetzt sind wir gezwungen, hier hoch zu gucken. Okay. Ich bin schon gefragt. Ah, ja. Oh, hier ist noch ein Zwerg. Ripley. Wenn wir nach der Folge nicht mal wieder weitere 10 Zwerge voll haben, dann weiß ich auch nicht. Das stimmt irgendwas nicht, ja. Ich muss dich, glaube ich, in der richtigen Reihenfolge anmachen, habe ich das Gefühl. A, B, A, A, Y, X, X, Y. A, Y, B, A. Nein! A, Y, B. Nein, A. Na. X, A, A, A. Y, X, X, X. B, Y, X, A. Oh, endlich. Wieso öffnen. Was ist mit der Tür direkt vor mir? Ach, durch die komme ich einfach so. Okay, dann ist ja alles easy. Ah, natürlich. Natürlich. Im Trainingsraum chillen die Boys wieder. Hallo, ich suche den Meister. Der ist irgendwie cool zum Zusammenschlagen. Oh, da ist noch ein Zwerg. Ey, wenn... Jetzt mal vorbei, wenn ich jetzt hier nicht nach der Folge genug Zwerge habe, ne? Habe ich hier... Nee, aber mit dem Radio kann ich nichts machen. Das ist noch irgendwelche dummen Fernseher. Du musst einen Code wissen.
Manche Leute haben vielleicht Nerven. Ja, ich muss ich den jetzt einfach ausmachen. Weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun haben tut, aber... Schalter gehen zurück, der stimmt etwas nicht. Ach was, ah nein, da ist noch wieder Fahrstuhl, ne? Ja, hier waren wir schon, ne? Ja, von hier kommen wir ja. Ja, dann wieder zurück. Stimmt, Computer, was ist das? Nichts im Computer, aber hier ist ein Notizzettel, auf dem steht... 1 Badezimmer, 2 Assistenz, 3 Geheimnis. Was bedeutet das? Das ist Geheimnis. Heißt, das ist der Nummer 3. Nummer 1 ist der im Badezimmer, das heißt, der Assistenzhebel... Ist das der hier? Jo. Warte, der Assistenz war jetzt zweiter, ne? Wir gucken mal kurz nach. 1 Badezimmer, 2 Assistenz, 3 Geheimnis. Okay. Nummer 1. Perfekt. Und jetzt in den Geheimraum. Perfekt. Haben wir das und können da durch. Oder in den Fahrstuhl rein oder was auch immer. Ja, da rein, okay. Bargeld, Checks, Schmuck. Klein lässt sich definitiv bestechen. Der Bürgermeister steckt damit drin. Der Polizeichef bricht ein. Zum Glück habe ich Privatsicherheitsleute. Nicht mehr lange. Ja, und die schlage ich zusammen. Deine Privatsicherheitsleute können mir gar nichts. Die schlage ich alle zusammen. So wie dich. Ist mein Mate gerade weggerannt? So wie dich. Nicht das Gesicht, bitte. Ich hab dich noch gar nicht geschlagen. Ihre Freunde haben mich beinahe umgebracht. Reden Sie, na los. Okay. Wow, geht das schnell. Okay, ich weiß nicht, wer sie sind und habe auch nicht gefragt. Ihnen gehört Starcord. Ich glaube, er verbirgt etwas. Verbringt irgendwas, genau. Ich glaube, er verbirgt irgendwas. Schlag ihn nochmal hopp. Moment, sie brauchen Gebäude. Sie expandieren nach East Hawkins. Ein Ort namens Hess Farm. Mehr weiß ich nicht. Wo sind sie? Zeigen sie uns die Akten. Na schön, hier. Ab, Jim. Legen sie sich nicht mit denen an. Ich weiß nicht, warum ich abgesagt habe und nicht aber. Gehen wir, Joyce. Wir sind fertig. Schönen Tag noch. Es stimmt also, Billy ist vom Mindflayer besessen. Er hat ihn. Leute, was ist mit Mrs. Driscoll? Das kann kein Zufall sein. Ist sie auch besessen? Lass uns zurück zu Mike gehen. Wir brauchen einen Plan. Nein, ich wollte noch die Dinge zusammenschlagen. Okay. Das Mädchen, war es sie? Ja, sie weiß von mir. Sie hätte mich töten können. Ja, aber nicht uns. Die Armee, Kapitel 5. So. Hoppa, wir müssen nach Hess Farm. Ja, wir müssen herausfinden, wer diese Verbrecher sind. Ihr jagt Russen? Ich auch. Ich werde bei Steve vorbeischauen. Was machen wir wegen Billy? Wir wissen nicht, wo er ist. Vielleicht weiß Mrs. Driscoll ja mehr. Wir müssen ins Krankenhaus. Euch jetzt 3 Quests hier. Farmrazzia, Krankenhausprügelei, Rückkehr der Codebrecher. Ich glaube, wir machen erstmal kurz die Rückkehr der Codebrecher. Das geht schneller. Glaube ich zumindest. Obwohl, ich habe da so einen leichten Verdacht, aber ich weiß noch nicht. Wir spielen erstmal wieder Will, weil der die coolste Waffe hat. Und wir brauchen nochmal kurz Max, weil wir hier brauchen. Oh, Krankenhaus auf der Karte. Wundervoll. Starcord. Mal sehen, wie viele Blitze hier noch drauf kommen. Ab zu Stevie Boy. Stevie Boy, hast du was Neues für mich? Ich hoffe doch. Hey Dustin, wir müssen noch einen Satz enträtseln. Willst du es versuchen? Ich bin dabei. Oh, mal sehen, ob ich den Code noch kann. Gut, es ist Zeit für Helden. Mal sehen, ich lasse die Sendung abspielen. Klingt wie Pizzili wie Nastupite. Oh, lecker vielleicht. Trittst du, springst du? Ich glaube, trittst du. Das ist ein bisschen ein anderer Code, habe ich das Gefühl, als in der Serie. Leicht? Ausgezeichnet, ich denke, ich lerne Russisch. Aber Robin sollte sich vielleicht ansehen. Ich glaube, ich liege falsch. Ich glaube, ich liege komplett falsch. Am Ende ist es... Dritter Satz, bei dem habe ich ein gutes Gefühl. Wenn du leicht trittst... Wow, du bist ziemlich gut darin. Treten, Reifen oder vielleicht Füße. Ich lag richtig? Ey, Molle. Suche in der Starcord Mall einen Ort, Hinweise. Ja. Irgendwas mit Treten. Irgendwas. Nee, das wird's nicht sein. Kann ja auch oben sein, aber ich gucke erstmal hier unten noch, ob ich hier unten. Nee, hier ist ja nur das und Imperial Panda. Heißt, es müsste wahrscheinlich oben sein. Wenn du leicht trittst. Nein, das wird's nicht sein. Flares wird es auch nicht sein. Aber hier ist, glaube ich, kein Weiter. Hier ist nur... Ah, Schuhe! Kaufmannsschuhe! Wenn du leicht trittst. Natürlich, Kaufmannsschuhe! Ich sah an der Laderampe auch Kaufmannsschachteln.
die verstecken da dort definitiv etwas. Das muss ich Steve und Robin sagen. Auf zu Stevie Boy! Links Corporation, kauf meine Schuhe, Imperial Panda. Alle verschlüsselte Nachrichten handeln von der Starcord. Die Russen sind in Starcord. Wow, ich glaube, er hat was gefunden. Das müssen wir schlau anpacken. Robin und ich prüfen die Laderampe. Wir sprechen uns später. Tut nichts ohne mich. Würde mir nie einfallen. Kann ich jetzt mal Steve irgendwie dazu bekommen als Maid? Bitte? Habe ich jetzt... Okay. Was für... Können wir jetzt Krankenhausprügelei? Ich glaube, wir machen jetzt die Farmrazzia noch. Wir schaffen diese Folge mal ein paar mehr Quests, habe ich das Gefühl. Na gut, es waren auch gefühlt alles nur so kleine Quests. Auf zur Hess Farm, genau. Wir sind perfekt im Weg gelaufen. Sind schnell da. Okay. Das war's, Hess Farm. Ist das der Ort, der in Kleins Akte erwähnt wurde? Ja, wer auch immer mich angegriffen hat, sitzt da jetzt fest. Moment, im Haus flackert da Licht? Hier stimmt etwas nicht. Komm! So, okay, nehmen wir einen... Pop, kannst du was hören? Es kommt aus dem hinteren Teil des Hauses. Oh, hier ist ein Panda. Oh, den kann ich drehen. Oh, das wird wieder ein Rätsel. Ich sehe schon wieder, das wird ein Rätsel, wenn es noch so ein Panda gibt. Das Geräusch kommt von hinter dem Bett. Doch es lässt sich nicht verrücken. Es muss einen Weg geben. Sehen wir uns um. Muss irgendwo bestimmt noch so eine Panda-Statue sein. Wenn es sie nicht gibt, dann weiß ich nicht, was sonst hier das Rätsel sein soll. Und bitte bleiben. Ah, okay. Heißt, einmal gibt es noch das Geweih als Rätsel. Was gibt's noch? Die Uhr könnte vielleicht for real doch noch ein Rätsel sein, glaube ich. Wenn ich die Uhr anklicken kann, dann ist es safe die Uhr noch. Heißt, jetzt brauche ich nur einen Hinweis, was Temperatur hochstellen. Weiter hoch, ich will, dass das Ding explodiert. Mann, ich wollte, dass das Ding explodiert. Du hörst, wie Maschinen hinter dem Bett suchen, aber du kannst es nicht bewegen. Ja, ach was. Ich suche nach einem Hinweis, wie ich die Statue, den Elch und das Ding machen soll. Hier, Joyce, komm, genau. Nein, du sollst da drauf. Joyce, du sollst da drauf und jetzt bleiben wir da. Und dann, so, haben wir hier was drin? Es muss hier doch irgendwo, vielleicht hier im Schrank. Da muss hier mal ein winziges rein, wie immer. Hier kann ich nichts anklicken. Lass mich gerne wieder folgen. Den kann ich nur kaputt machen. Wir brauchen einen Hinweis. Das wäre jetzt irgendwas für die Quest nötiges. Das Telefon spielt eine Aufnahme ab. Anhören. Wer sehnt sich nach Freiheit? Um 14 Uhr gibt es kalten Bosch. Okay. Victor immer 15 Minuten früh am Bosch-Tag. Ich nur glücklich, wenn Hörnchen... Eichhörnchen nicht hört. Ja, der sehnt sich nach Freiheit. Das haben wir schon richtig gemacht. Er hat doch gesagt, um 14 Uhr, oder nicht? Die Hände zeigen zur 6. Die Hände zeigen zur 9. Die Hände zeigen zur 12. Ich brauche nochmal die Uhrzeit hier. Ja, anhören. Ja, 14 Uhr. Immer 15 Minuten früher am Bauchtag. Heißt, wir müssen... So einfach? Oh, ich lasse ihn jetzt einfach so. Der Elch ist nur glücklich, wenn das Eichhörnchen nicht hört. Wenn das Hörnchen nicht hört, genau. Okay, ich habe irgendwas gemacht. Wenn das Hörnchen nicht hört. Jo, ich hab's geschafft. Gute Arbeit, Detective. Ich wusste nicht, dass du so gut im Rätseln bist. Dann hat Schlauberger Bob wohl doch etwas auf mich abgefärbt. Nein, nicht Bob. Sorry, gehen wir weiter. Ja, los, Rinder. Was vollständig ausgestattet? Irgendwas hier unten muss das Flackern verursachen. Es ist ziemlich regelmäßig. Das könnte ein Vorteil für uns sein. Sieht aus wie die Statue von oben. Doch es fehlen welche. Wenn wir weitersuchen, finden wir noch mehr und können diese Tür öffnen. Ich muss warten, bis es dunkel ist, damit die mich nicht sehen, ne? Okay, wir haben hier irgendwas. Das ist ein Computer. Wundervoll. Oh, ich hab's geschafft. Alles gut bei dir, Joyce? Max. Aua, das tut weh. Nein. Elektrotanten dürfen mich nicht treffen. Muss nicht, wenn ich in der Nähe von meinem Mate stehe, sonst wird auch noch geschockt. Okay. Hier noch Kisten. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Spielzeugroboter. Metallpfeile. Russia. Hier kann man. Na, jetzt muss man noch aufkriegen. Hier scheint es keinen Strom mehr zu geben. Ja, glaube ich auch. Ach, wegen der Kameras!
Deswegen wird das praktisch für uns sein, damit die nicht sehen, dass wir hier sind. Oh, muss ich jetzt ernsthaft so lange warten? Du musst mal da bleiben. Damit hier nichts passiert. Nein, du sollst das wieder mitkommen. Ich möchte keinen anderen Charakter spielen. Okay, die hier sind stärker. Da muss ich 3 bis 4 mal klicken. Uiuiui. Okay. Oh, wir haben einen so einen goldenen Bär wieder. Ich würde gleich gerne alle mitbringen. Noch ein Spielzeugroboter. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Ah, guck mal. Nein. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Nochmal Sunny. Oh, hier. Danke. Der hat Schuh getroppt. Wieso hat der Schuh getroppt? Ich brauche nochmal Sunny. Nein, nicht Roboter. Wow, jetzt habe ich einen Roboter ausgelöst. Ach, jetzt habe ich generell einen Strom ausgemacht. Ach, perfekt. Wundervoll, ein Träumchen. Ach, dafür muss ich den Strom doch wieder anmachen. Warte. Wir jetzt bleiben. Den Strom wieder an. Wir haben noch einen goldenen Bär, perfekt. Ja, wir brauchten insgesamt 3 goldene Bären. Oh, voll das Money. Okay, das kann ich nicht irgendwie anklicken. Du musst jetzt nochmal den Strom ausmachen. Jo! Nein, die schießen nicht schon. Jetzt haben die schon Waffen. Papa, wieso hast du nicht deinen Revolver dabei oder was auch immer du hast? Genau, das wollte ich gerade verhindern. Hier hat es jetzt zuletzt gespeichert. Okay. Okay, Leute. Wir bekämpfen ihn jetzt noch kurz. Und dann machen wir diese Mission in der nächsten Folge weiter. Hauptsache, der Granatentyp ist erstmal... Oh, perfekt. Okay, Leute. Wir müssen den wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal bekämpfen, weil sich das jetzt nicht gespeichert hat, natürlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie das hier Ganze weitergeht bei der Farm-Razzia, das sehen wir in der nächsten Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaut auch auf meinem Discord vorbei. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und schaut auch auf meinem Twitch vorbei, da habe ich letztens mal wieder gestreamt. Nur die Einstellung war noch nicht ganz so perfekt, sage ich mal, noch nicht ganz gut so. Aber ich versuche das wieder zu bessern und... Ja, dann habt noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, keine Ahnung was. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao!